Hallo Ladies, ich muss euch echt sagen, ich hätte mir nie gedacht und hätte nie damit gerechnet, dass ich so eine Resonanz bekomme. Ich habe die letzten zwei Tage fast nur durchgeweint. Es war nicht ganz so cool, muss ich sagen. Es gibt auch in meinem Leben nicht ganz so tolle Momente. Und dann habe ich die ganzen Nachrichten gelesen, unter meinem YouTube-Video, unter meinen letzten zwei YouTube-Videos, dann auf Instagram, auf Snapchat-Nachrichten, Facebook, und es war echt überwältigend. Damit habe ich nicht gerechnet und ich finde das einfach so nett und vielen lieben Dank. Es war so schön zu lesen. Danke auf jeden Fall tausendmal. Es ist halt nicht so ein cooles Gefühl, wenn dein Pferd krank ist und dann auch gleichzeitig den Traumplatz. Das ist so von einer Skala von 1 bis 2 eher 1. Ja, ich bin jetzt gerade mit meinem Freund unterwegs. Er versucht mich gerade jetzt ein bisschen abzulenken. Wir fahren dann an den See und das Wetter da in Österreich ist so schön. Es ist einfach tausendmal schöner als in Deutschland. In Deutschland hat es einfach 15 Grad, es hat die ganze Zeit geregnet. Und nur gestern ist es ein bisschen besser geworden. Und hier ist einfach keine einzige Wolke am Himmel. Es ist so schön und warm. Und ich bin dann noch heute rausgegangen und so, es riecht einfach voll nach Urlaub. Und ich bin aber zu Hause. Ja. Ruby geht es auf jeden Fall besser und man hat einfach gestern, als wir angekommen sind, auch gesehen, dass sie sich halt voll freut, dass sie jetzt wieder zu Hause ist. In der Box ist sie gleich so rumgegangen und man hat es einfach gemerkt, dass sie sich voll freut. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade unterwegs und werden heute einmal ein bisschen abgelenkt zu Hause. So blau ist der Himmel in Österreich und so warm ist es und es ist einfach nur schön. Hier sehen Sie Hängematte versus Anita. Das besitze ich jetzt gleich der volle Fail. Ich werde sich jetzt irgendwie runterfallen und dann noch da im Wasser landen. Geschafft, ohne runterzufliegen. Es ist so schön da. Ich genieße es so, dass das Wetter hier in Österreich einfach tausendmal besser ist als in Deutschland. Wirklich. Ach Gott. So schaut es gerade aus bei mir. Es fehlt nur noch ein Pferd. Und mein Freund war bei mir auch unbedingt auf so eine Urine, ähnlich wie in meinem letzten YouTube-Video, wo ich mit der Escada auf so eine Burg geritten bin. Da sieht man raus auf das Wasser. Durch dieses Fenster. Voll unwirklich eigentlich. Und da ist auch kein Filter drauf. Sieht man das richtig dicke Eichhörnchen da oben da? Das ist richtig fett. Ich bin jetzt gerade hier in so einer Aushöhlung von dieser Burg. Da ist überall Wasser rundherum. Ich habe natürlich wieder perfektes Schuhwerk an. Das wären ja auch schöne Fotos, wenn man da so schön mit dem Pferd hier so durchreiten würde. Ziemlich nice. Rufi! Das ist übrigens unser Boot. Voll schön da, oder? Okay! Jetzt habe ich eine Dusche bekommen. So wie ich. wow. So, Wuffi, wo geht's jetzt wieder ins Wasser? Denn wir sitzen jetzt da. Das ist jetzt unser Boot, eben mit dem wir jetzt gerade hergerudert sind. Ich glaube, Wuffi nimmt jetzt einfach auch unser Boot. Na, da wette ich jetzt um was. So, jetzt rudert er weg. Ich bin bereit. Zu lustig. Das ist er gerade eingesprungen. Echt super idyllisch da.
Wir spielen jetzt selber Kellner und holen uns jetzt unsere eigenen Getränke. Wir haben da voll eine schöne Aussicht, sind gerade beim Heurigen. Da ist gerade so ein Kellergassenfest. Juhu! Yummy! Ich bin jetzt wieder im Stall und ich glaube, der Ruby geht schon wieder ein bisschen besser. Sie chillt jetzt gerade. Ich glaube, sie hat sie jetzt gerade unabsichtlich aufgeweckt. Ach ja, sie hat überall. Und hier geht auch das Fell jetzt aus an diesen bestimmten Stellen und überall so kleine Knüppelchen und sowas. Also, Tiers kommt morgen noch einmal und dann schauen wir mal, was passiert ist jetzt hier. Ach, ich bin so froh, dass wir wieder zurück sind. Sie hat sich so gefreut, dass wir dann auch in der Box sind. Da, wenn ich jetzt auch so drüber fahre, sind sie lauter so kleine Knüppelchen. Also, mein armes Pferd. Die Geline hat sich jetzt selbst die Haare gefärbt und zwar wollte sie unbedingt ein paar grüne Strähnen dabei haben. Diggi! Achso, ja. Nein! Ich freue mich auch, sie wiederzusehen da. Grün, was ist da los? Das ist nicht in Eskada. Rubin Esco sage ich schon. Und bald gibt es ganz viele Rubien-Videos auf meinem Kanal. Wir haben jetzt auch ein paar Sachen overvoiced. Also gibt es demnächst ein Update von Rubien, seiner Ausbildung. Es ist schon ein bisschen später heute, dass wir jetzt im Stall sind und nochmal hier kontrollieren. Mein hübscher Bub. Und die Rubiel stützt sich jetzt gerade hier ab. Was genau machst du? Was machst du, Mädchen? Gute Nacht auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal das Licht aus.